Joanna und Manuel nach vorne bitten. So schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit nehmt. Hammer cool. Hey, erstmal vielen Dank, dass ihr das Spiel mitgemacht habt mit dem Fußball. Es ist ja, als Profi kann man ja nur verlieren dabei. Das war doch Absicht. Ja, genau. Hey, so schön, dass ihr da seid, Joanna und Manuel, ein bisschen aus eurem Leben erzählt. Ihr habt es geschafft, wovon viele träumen, Fußballprofi zu werden, ja. Und ihr seid einen Weg gegangen, mal ganz kurz am Anfang, wenn ihr so zurückblickt, was war denn so ganz entscheidend, wo ihr sagt, hey, weil das geklappt hat, hat es geklappt mit dem Profi sein? Darf ich anfangen? Okay. Ja. Nee, also für mich war es immer der grundsätzlich dieser große Traum, Profi zu werden, weil ich immer so gedacht habe, das ist das, wofür es sich zu leben lohnt, ne? Mit all dem, was dazugehört. Und dementsprechend habe ich alles gegeben, irgendwann mal dort auch anzukommen. Und was war ausschlaggebend dafür? Ich denke, man braucht ein gewisses Maß an Talent. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und man muss auch ja, das Durchhaltevermögen haben, da auch dran zu bleiben, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, diese Komponenten, ja, die Freude, die ich dabei hatte in Verbindung mit dem Talent, das Durchhaltevermögen, das hat dazu geführt, dass ich dann es irgendwann auch mal weit geschafft habe. Cool. Joanna, was würdest du sagen? Was ist so ganz entscheidend, um es dann wirklich zu schaffen? Ja, vieles von dem, was Manu schon gesagt hat. Ich glaube, extrem viel Disziplin und Durchhaltevermögen, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein und klar, also Fußball spielen, das macht einfach auch sehr, sehr viel Spaß. Wenn ich mal nicht zum Training gehen durfte, dann habe ich immer geweint, wenn meine Eltern mich nicht fahren konnten, weil ich einfach jeden Tag kicken wollte. Und ich habe schon auch relativ früh gemerkt, wenn ich beim Fußball gut bin, bekomme ich Anerkennung und Wertschätzung. Mhm. Und das treibt einen schon irgendwie auch an. Und dann zu sehen, wie die Fußballprofis so leben und dann zu sehen, das werde ich auch haben. Und jetzt, wo du es geschafft hast, so du bist es jetzt, ja, würdest du sagen, hey, das hat sich auch erfüllt, dein Traum? Muss ich weiter vorrücken? Wir gehen mal ein bisschen auseinander. Ich glaube, diese Monitorbox ist auch sehr laut, wenn der Manuel spricht. Vielleicht liegt es daran. Okay, wir versuchen es weiter. Jetzt bist du ja Profi. Hat sich das so ein bisschen erfüllt auch, dass du sagst, yo, das ist es? Also, es macht schon Spaß und es ist cool. Aber ich würde jetzt nicht sagen, es ist das eine, wofür es sich wirklich zu leben lohnt. Okay. Also, es erfüllt das Herz nicht. Okay, danke für die Ehrlichkeit. Manuel, du hast es auch mal geschafft, eine Zeit lang warst du Profi. Was würdest du sagen? Was war so, dass du gesagt hast, hey, es war so cool, Profi zu sein. Was hat dich da erfüllt? Also kurzzeitig war es natürlich eine Riesenfreude, als ich dann die ersten Male auch bei den Profis reinschnuppern durfte. Da träumt man natürlich als kleiner Junge immer schon von. Und ich habe, Gio hat es ja gerade auch schon gut gesagt, ich habe mir auch immer so erhofft vom Profifußball, dass ich dann eines Tages, wenn ich da ankomme, all die Dinge habe, berühmt zu sein, Anerkennung zu bekommen. Unglaublich viel Spaß, den ich hatte, aber eben auch ja, das Geld und Reichtum und alles, was man sich da eben so ermöglichen kann, so die Wünsche, die man vielleicht als junger Mensch auch ein Stück weit hat. Und ich würde sagen, umso höher man das schafft, da bekommt man dann schon auch ein paar von diesen Dingen. Ich bin jetzt nicht so durch die Decke geschossen wie manch andere, aber ich würde schon auch sagen, durch die Erfahrung, die man mit Spielern dann auch macht, die dann plötzlich alles haben, von heute auf morgen, gutes Geld verdienen. Ich sage immer, ein Freund von mir mit seinem ersten Profivertrag dann mit 18 25.000 im Monat verdient. Nicht schlecht. Nicht schlecht, gell? Fast wie Pastor, nicht Spaß. Ja, aber und, fast. Und der hatte dann schon Audi TT in der Garage stehen, ne, ohne einen Führerschein. Und das waren schon immer so Dinge, wo man gedacht hat, okay, dafür lohnt es sich zu leben. Und ich muss aber ehrlich sagen, durch die Gespräche und die Erfahrung mit der Zeit ist schon auch klar geworden, dass es vielleicht kurzfristig erfüllt oder Freude schenkt, aber man kommt schnell an den Punkt, wo man denkt, ich brauche noch mehr. Ja, wenn man neue Sneakers kauft, am Anfang denkt man, oh cool, das läuft, aber so in der Schülersprache nach 3-4 Wochen schmeißt man die auch ins Eck und man braucht wieder neue irgendwann oder was Besseres. Und das ist immer so ein bisschen, glaube ich, das hört nie auf im menschlichen Herz, bis man da anfängt zu suchen, wo wirkliche Fülle und Erfüllung auch ist. Ja. Also würde ich sagen, ob ich jetzt 500 Euro im Monat habe oder 500.000, dieses Prinzip, ich habe was, und nach ein paar Tagen ist die Freude auch wieder weg, ist ähnlich. Ich hab neulich, das ist ganz interessant, mit einem Fußballer mich unterhalten bei einer Hochzeit, wo ich eine Trauung gemacht habe. Und der kam danach zu mir her und der hat genau das gesagt. Der hat gesagt, mit 18 hatte er alles, er war Millionär. Aber mittlerweile muss er sagen, ja, die Urlaube, die wir hier machen, die Hotels, die Autos, das gute Essen, es ist alles irgendwie normal.
Er wird lügen, wenn es nicht eine kurzfristige Freude gebracht hat, aber er ist gerade an dem Punkt, wo er so denkt, es muss doch irgendwie mehr im Leben geben. Und die Erfahrung, die macht man schon immer wieder. Ich glaube, manche Leute, die denken vielleicht das ganze Leben, wenn ich mal das habe, dann. Ja, voll. Und die haben dann eventuell dann mal diese Dinge und merken dann kurzfristig, okay, ist cool, ermöglicht mir viele Dinge. Aber so richtig in letzter Instanz, das, was ich gesucht habe, das finde ich da drin nicht. Und die Erfahrung macht man schon immer wieder. Okay. Jetzt nochmal ganz kurz zurück. Irgendwann mal warst du ja mal im ersten Training mit den Profis, ja? Ja. Trotzdem, wie hat sich das angefühlt? Du gehst auf den Platz und du hast es geschafft. Es war so ähnlich wie jetzt gerade hier beim Dosenschießen. Okay. Ja, der Druck war ähnlich hoch. Nee, es war so, ich hatte natürlich erstmal eine riesen Begeisterung. Ich habe die Nachricht bekommen, dass ich jetzt bei den Profis mit dabei sein darf. Nürnberg damals noch erste Liga gespielt. Und die Freunde schreiben dir, ja, die Zeitung schreibt drüber und die schicken dir das zu und du freust dich irgendwo riesig, aber auf der anderen Seite war auch ein großer Druck da, weil du halt weißt, okay, es fällt ja nicht vom Himmel, du musst jetzt auch liefern, wenn du da bist. Und vielleicht eine kurze Geschichte dazu, ich bin dann da angekommen beim Bundesliga-Training und bei Nürnberg, da gab es einen Spieler, der wurde recht schnell so zum Buhmann, wenn es nicht so gut lief, vielleicht gibt es bei Freiburg auch so jemand, weiß ich nicht, auf jeden Fall, bei Nürnberg läuft es öfters nicht so gut, deshalb haben die Fans immer über den geschumpfen so. Okay. Und eines Tages war ich da auch im Stadion gestanden, habe halt auch so immer gedacht, der kann nichts. Und jetzt war das mein direkter Gegenspieler im ersten Training. Aha. Besser kannst du ja eigentlich nicht laufen, möge man meinen. Aber ich muss ehrlich sagen, der hat mich im ersten Training so dermaßen auseinandergeschraubt, ja, dass ich mich so gefragt habe, wie soll ich eigentlich den Tag hier überleben? Das war für mich schon mal so ein Zeichen, okay, wenn jemand wirklich konstant Bundesliga spielt, das ist so ein Niveau, der hat da eine Qualität, die hat ihn dahin gebracht. Und auch wenn er technisch nicht der Beste war, der war schnell, der war robust, der war stark. Mhm. Und es war als junger Kerl für mich damals schon eine Lehre. So von der Jugend nochmal zum Profibereich, da wird schon so ein anderer Wind. Und ja, das war so meine erste Trainingseinheit. Ja, genau, das hast du auch mal in einem Interview erzählt. Also dieser Druck ist ja enorm hoch, ja, und auch Giovanna kennt es. Ich glaube, um in Nürnberg U19 zu spielen, da wollen hunderte von Leute rein in die Mannschaft. Dann schaffen es 25 oder so, ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Und von den 25 U19, das sind ja schon die Top der Tops, wie viele schaffen es denn dann wirklich auch Profi zu werden? Ja, das, wie du sagst, eigentlich schon krass, ne? Wenn man überlegt, überhaupt mal in den U19-Bundesliga-Kader zu kommen. Ja. Das ist schon ein Riesenschritt, ein langer Weg, den man geht. Und von da sind es dann nochmal so 2-3 Spieler eventuell, die es dann in die erste Mannschaft konstant halt reinschaffen pro Jahrgang. Krass. Das heißt, es wird schon nochmal ordentlich aussortiert. Der Rest, der orientiert sich irgendwann um, spielt dann 5. Liga, 4. Liga, probiert es über den Weg. Aber es sind tatsächlich nicht viele, die es direkt halt dann in das Bundesliga-Team dann reinschaffen. Und Giovanna, im Frauenfußball ist es da ähnlich so, dass da echt dann nur so weniges auch schaffen, dann Profi zu werden? Ich glaube, im Frauenfußball gibt es nicht so die Masse an Spielerinnen wie jetzt bei den Männern, aber bei uns ist es halt so, dass meistens schon von der U17 dann direkt der Sprung zu den Frauen kommt und entweder setzt du dich halt direkt als 16-Jährige durch in einem Bundesliga-Kader oder du bist halt raus und hast dann eigentlich keine wirkliche Alternative. Manche spielen dann halt irgendwo noch, ja, zweite Liga ist auch okay, aber jetzt auch nicht so wie bei den Männern oder dritte Liga. Mhm. Aber ja, das sind dann doch eigentlich ähnlich wie bei den Männern, so von der Anzahl. Dann vielleicht mal 2 Spielerinnen, wenn es mal 3 schaffen, ist schon richtig viel, von U17 dann direkt in die erste Liga zu kommen. Genau, aber viele orientieren sich auch schon vor dieser Profizeit dann anders. Bei den Frauen ist auch der Anreiz jetzt mit Geld und so nicht so stark. Und wenn dann so andere Lebensphasen vielleicht kommen, dann weht da auch schon mal die ein oder andere Spielerin weg, bevor überhaupt die Entscheidung gefallen ist, ob sie überhaupt schafft, Profi zu werden. Und das habe ich mich im Vorfeld auch ein bisschen gefragt, so dieser Leistungsdruck, ne? Du musst ja liefern. Du hast jede Woche Trainingsspiele und wenn du ein paar schlecht bist, dann gehst du halt wieder, bist aussortiert oder so. Viele von uns, die jetzt heute hier sind, sind, glaube ich, keine Profifußballer, oder? Gibt es noch ein paar hier? Aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass jeder von uns heute oder viele von uns Druck empfinden in ihrem Leben. Ich weiß nicht, ob du auch gerade einen Druck hast, ja? Die Kinder müssen, eigentlich sollten die ja so erzogen werden, wie ich es mir vorstelle, da ist ein Druck da. Oder ich muss in meiner Arbeit liefern und performen, da ist ein Druck da. Ich muss schön und sexy sein auf Instagram und da ist ein Druck da. Ich muss versuchen, alles hinzukriegen und viele von uns empfinden Druck. Und mich würde mal interessieren jetzt von euch, die ihr in einem anderen Bereich seid, aber auch diesen Druck empfindet. Wie geht ihr damit um? Mit diesem Druck? Ja, das ist immer wieder, glaube ich, eine Herausforderung, damit umzugehen. Natürlich im Fußball, du wirst permanent bewertet. Ja, dein Marktwert sortiert sich entsprechend ein. Die Leute schreiben über dich, reden über dich, wenn du schlecht spielst, wenn du gut spielst.
Und das ist manchmal sehr eng beieinander. An einem Wochenende wird man gefeiert, schießt man das entscheidende Tor, die Woche drauf macht man Fehler und ist dann der größte Depp sozusagen. Das ist manchmal sehr, sehr schnelllebig. Und ich glaube, es hängt viel auch damit zusammen, über was man sich definiert, was einem eigentlich tief im Inneren Wert gibt. Und da merke ich immer wieder, ist die Messlatte bei uns, gerade hier so in der westlichen Welt, sehr, sehr hoch und oft an diese Dinge geknüpft, okay, wie du gesagt hast, ne, was habe ich, was kann ich, ja, wie schaue ich aus, wie, ja, reagieren Leute über oder auf mich. Und die Messlatte ist so hoch und wenn man dem immer so hinterher rennt oder das auch halten muss, selbst wenn man es mal erreicht hat, dann setzt es einen natürlich unglaublich unter Druck. Und deshalb für mich persönlich immer wieder diese Frage so wichtig, was gibt mir eigentlich Wert? Und ich glaube, dahin zu kommen, tiefer zu graben als in diesen oberflächlichen Dingen, wo wir oft diese Fragen versuchen zu beantworten. Und mir hat es sehr geholfen, irgendwann zu verstehen, dass bei Gott ein Wert ist, der ist mir gegeben. Und der hängt nicht an dem, was ich leiste oder was Leute über mich denken oder was ich gerade bringe, sondern der ist gesetzt, weil er mich liebt, weil ich sein Gegenüber bin, weil er mich geschaffen hat. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, auch das Fußballgeschäft vielleicht in einem anderen Licht zu betrachten. Natürlich ist es täglich da, man muss schneller laufen als der andere, so gefühlt, aber das dann richtig einzuordnen und sich nicht so ganz davon abhängig zu machen. Okay, ja, das ist, hört sich spannend an. Gott ist immer da, er liebt dich, er gibt dir einen Wert, ne? Aber trotzdem musst du ja auch liefern, aber gleichzeitig zu sagen, hey, das ist nicht das Entscheidende so. Giovanna, wie ist es bei dir mit dem Leistungsdruck und dann auch die Frage, was gibt dir Wert? Ja, wenn ich das mal vergleiche, so wo ich jetzt bin in meinem Leben und auch wo ich zum Beispiel angefangen habe mit dem Fußball, da hatte ich gar kein Fundament. Also mein Wert war abhängig davon, was die Leute über mich sagen, ob ich gut spiele, ob ich Tore schieße, ob ich den nächsten Vertrag bekomme und so weiter. Und das funktioniert alles natürlich super gut, solange man liefert und solange man in diesem Hamsterrad weiterläuft. Und das ist ja auch nicht nur im Fußball so, das ist ja allgemein im Leben auch. An der Uni war das genauso, ja, jede Klausur, die man besteht, dann, ja, hat man es wieder geschafft und dann ist wieder kurz durchatmen und dann am nächsten Tag steht man auf und denkt sich wieder, okay, heute muss ich es wieder bestätigen. Mhm. Und im Fußball ist es ja auch sehr stark so, keiner erinnert sich daran, ob du letzte Woche ein Tor geschossen hast oder nicht, sondern heute musst du performen und wenn du heute nicht funktionierst, dann kommt halt die nächste. Und heute würde ich sagen, was für mich ganz entscheidend ist, dass mein Fundament ist nicht der Fußball. Also früher habe ich immer gesagt, ich bin Fußballerin, das ist alles, was mich ausmacht. Okay. Und heute würde ich sagen, das mache ich. Ich spiele Fußball, aber ich bin das nicht mehr. Sondern mein Wert ist, was Manu auch schon angedeutet hat, ich bin Christ und ich bin von Gott geliebt und ich bin seine Tochter und das gibt mir meinen Wert. Und das ist ganz unabhängig von dem, was ich jeden Tag leiste. Und trotzdem ist es auch so, dass man sich jeden Tag wieder neu daran erinnern muss, weil man spürt diesen Druck jeden Tag, wenn ich morgens zu Hause mein Frühstück esse, dann weiß ich, okay, ich gehe gleich ins Training und ich muss heute wieder funktionieren und da nimmt auch keiner Rücksicht darauf, weiß nicht, ob ich jetzt mit dem falschen Fuß aufgestanden, okay, bin oder so, sondern man kommt dahin und man muss performen. Ja. Bei Spielen ist es ja noch krasser so, dass viele Leute zugucken und so, aber ich erinnere mich dann jeden Tag daran, okay, das ist nur das, was ich mache. Okay. Und genau. Wow, das stelle ich mir echt schwer vor. Aber so schön, wenn ihr sagen könnt, es ist so ein Wert da, der bleibt, weil ihr glaubt, dass es einen Gott gibt, der euch Halt gibt irgendwie. Jetzt war das aber bei euch auch nicht immer so irgendwie. Da gab es auch verschiedene Prozesse und ihr habt auch einige Niederlagen einstecken müssen. Ich glaube manchmal, wenn man so im Erfolg ist, ist es wie so ein Rausch. Mal unabhängig, ob es im Fußball ist oder im Job oder in der Familie. Alles läuft easy, gell? Es läuft so und man macht sich gar keine Gedanken, was macht mich eigentlich im Inneren aus? Aber wenn dann die Krise kommt, wenn es so aufbricht, dann merkt man plötzlich, was bleibt mir eigentlich noch? Was ist das Entscheidende? Manuel, wie war das bei dir? Du hast erzählt, das war auch ein Weg und irgendwann hast du auch so einen brasilianischen Fußballer kennengelernt und das hat dir auch dabei geholfen. Vielleicht kannst du das nochmal erzählen kurz, wie das bei dir überhaupt kam. Mit dem Glauben, meinst du? Ja. Ja, also ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo ich eigentlich von klein auf immer wieder auch mit dem Glauben konfrontiert wurde. Ja, meine Eltern, denen ist der Glaube wichtig. Ich bin so in einem christlich-sozialen Umfeld groß geworden. Jungschar hat man das bei uns genannt für Kinder von der Gemeinde aus. Irgendwann habe ich mich konfirmieren lassen, habe es aber ehrlicherweise nur gemacht, weil es jeder gemacht hat, weil es meine Eltern wollten. Dritten Grund kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja. Ja, wegen gutem Taschengeld. Aber jetzt nicht wirklich, weil ich so herausfinden wollte, ob da wirklich was dahinter steckt oder nicht.
Und dementsprechend war das so, wenn ich in der Kirche mal war, dann habe ich immer auf die Uhr geschaut, habe gehofft, dass es wieder schnell vorbei ist, damit ich den Dingen nachgehen kann, die wirklich mir damals Freude bereitet haben und wovon ich mir das Glück des Lebens so erhofft habe. Und der Fußball war da an ganz oberster Stelle. Und wenn du mich gefragt hättest damals, ob ich so an Gott glaube, hätte ich schon gesagt, ich halte es für wahr, dass es einen Gott gibt. Ja, wenn man die Natur anschaut, Sonnenuntergänge, Sternenhimmel, den Mensch, das Leben überhaupt funktioniert, das war für mich immer schon so ein Stück weit, wo ich gedacht habe, ja, da muss irgendeine Quelle sein, wo den Ursprung davon ist. Aber es war halt nichts Persönliches. Und ich bin dann mit 16 ausgezogen, dann war das Thema Glaube auch für mich gegessen. Ja, kein Umfeld mehr, wo man ab und zu mal in die Kirche mitgenommen wurde oder Konfirmation oder irgend sowas. Und dann gab es nur noch Fußball. Und das ging dann so lange, bis ich 2 Jahre später eine Begegnung hatte mit einem Mann nach einem Fußballspiel, der mich angesprochen hat und gesagt hat, dass er von einer christlichen Sportorganisation kommt, die SRS, Sportler ruft Sportler heißt. Mhm. Und ich kannte die, weil meine Mutter mir früher immer aus so einer kleinen Kickerbibel vorgelesen hat. Ich weiß nicht, ob du die hier irgendwo auf der Bühne da hast. Perfekt. Ja, die Kickerbibel, die gibt es heute immer noch. Ja. Ne? Genau, so eine Kickerbibel. Und meine Mutter hat mir da immer draus vorgelesen, weil sie so gedacht hat, wenn sie mir vom Glauben erzählt, das interessiert den gar nicht. Aber die Fußballer, die der so cool findet, du hast gerade schon erwähnt, einen davon, werde ich gleich noch drauf zurückkommen, wenn die erzählen, warum es für sie mehr gibt als nur Geld, Anerkennung, berühmt sein, warum für sie der Glaube an Jesus wichtig ist, dann hört er vielleicht zu. Dann hat sie mir immer wieder aus so einer Kickerbibel hier vorgelesen und die kommt eben von SAS, die sind da mit beteiligt und daher kannte ich den Namen schon irgendwoher und war dann auch nicht ganz abgeneigt, bin mit zu dem Abendessen gegangen. Ich würde mal sagen, die Botschaft, die ich so gehört habe, die war für mich nichts Neues. So, ja, die Grundlagen vom christlichen Glauben, dass da ein Gott ist, der mich geschaffen hat, der mich liebt, der einen Plan für mein Leben hat, aber dass Jesus auch in diese Welt gekommen ist, um für ja, meine Fehler, für meine Schuld, für all das, wo ich nicht in Liebe gegenüber meinem Nächsten und Gott gegenüber gelebt habe und ich wusste, das war eine Menge in meinem Leben, ja, um diese Trennung auch aufzuheben und am Kreuz für meine Schuld zu sterben und aufzuerstehen und dass ich durch Glauben an ihn ewiges Leben haben kann. Das war die Botschaft und an dem Abend hat es mich ziemlich im Herzen bewegt. Zum einen dieser Wert, der da drin ist, den ich ja eigentlich immer gesucht habe und es hat mich neugierig gemacht, ja, einen Wert, der einfach gesetzt ist. Und zum anderen aber auch diese Frage, wer dieser Jesus eigentlich war. So, weil mir irgendwo klar geworden ist, ja, wenn Jesus wirklich der ist, der von sich behauptet hat zu sein, dann will ich dem irgendwie auf den Grund gehen und dann hat das eine Relevanz für mein Leben. Und ich weiß noch, wie ich nach Hause gekommen bin, mein Zimmerkollege, der Marvin Plattenhardt, der heute bei Hertha spielt, ja, der war nicht da und so hatte ich ein bisschen Ruhe. Da habe ich einfach mal ein Gebet gesprochen, das kannte ich noch so von früher, von der Jungschau und so. Okay. Da habe ich gesagt, wenn es mit dir wirklich stimmt, Jesus, dann will ich dich kennenlernen und dann veränder du mich auch. Und das Schöne ist, dass dieses Gebet gehört wurde. Ich habe auf einmal eine riesen Sehnsucht bekommen, mehr über Gott zu erfahren. Ich sage immer, wie so ein Vorhang, der auf einmal weggezogen wird, wo du auf einmal eine Realität siehst, die du vorher nicht wahrgenommen hast. Okay. Und in dieser Zeit kam das, was du angesprochen hast mit dem Fußballer. Da wurde ich eingeladen auf einen Sportlergottesdienst. Und derjenige, der das veranstaltet hat, das war Zé Roberto mit, ja, mein Kindheitsidol, brasilianischer Nationalspieler, Bayern München, Real Madrid gespielt, ein Topstar. Ich wollte immer werden wie der und ich war gerade bei Nürnberg bei den Profis angekommen, habe gedacht, okay, cool, jetzt bin ich endlich so in den Kreisen unterwegs, wo ich ja immer hin wollte. Ne? So mit Zé Roberto abhängen. Genau, mit Zé Roberto abhängen, da waren Spieler von Schalke, von Dortmund und so, Kurani, Bordon und was weiß ich alles, so meine ganzen Vorbilder aus meiner Jugend. Und dann bin ich dort hingekommen, dicke Autos vor der Tür und was machst du, wenn dein Kindheitsidol auf einmal vor dir steht? Ja, du hörst ganz genau zu. Und er hat im Endeffekt dann angefangen zu den Leuten zu sagen, zu den Fußballern, die da saßen, ja, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt. Euch stehen alle Türen offen, ihr könnt jedes Vergnügen, jeden Spaß mitnehmen, materiell keine Grenzen gesetzt. Aber dann kam diese Frage, ja, seid ihr wirklich glücklich? Und ich habe ja immer gedacht, ja, wenn ich mal dann, und jetzt hatte ich eben diese Leute mit denen zu tun. Und er hat dann gesagt, ja, ihr dürft nicht vergessen, ihr seid ohne was in die Welt reingekommen, ihr habt nichts mitgebracht und genauso werdet ihr eines Tages auch wieder gehen müssen. Und die Frage ist, was bleibt am Ende noch von eurem Leben übrig? Und er hat dann einen Bibelvers zitiert, der mich bis heute eigentlich so begleitet, wo Jesus mal genau da ansetzt und gesagt hat, was bringt's dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber am Ende dein Leben oder deine Seele verloren geht? Also so sinngemäß, ja, wenn du alles erreichst, jeden Spaß, jedes Vergnügen mitnimmst, ohne zu sagen, dass es schlecht sein muss, aber wenn das alles ist und du dann am Ende merkst, du stehst leer da und du hast an dem eigentlich Wichtigen auch deiner Beziehung zu Gott, das hat nie eine Rolle gespielt, dein Schöpfer, der dich erlösen möchte, der dich liebt, was bringt's dir? Ja. Und das hat mich sehr, sehr zum Nachdenken gebracht. Das war so die Zeit durch die Gespräche, habe dann selber angefangen, auch in so einem Neuen Testament mal zu lesen, was steht da eigentlich drin. Das hat angefangen, was in meinem Herzen so zu verändern und eine Liebe auszugießen, einen Friede, auch im Fußballgeschäft mit allen Herausforderungen, die dazugehören, die ich so vorher eigentlich nicht kannte und nicht erlebt habe. Und das hat mich da unglaublich angezogen und verändert, ja. Stark. Wow.
spannend dann auch, dass du Leute dann reinsprechen, dass du selber angefangen hast, auch ein bisschen der Kicker-Bibel zu lesen. Ne? Die gibt es nachher ja auch. Habt ihr dabei einen zum kostenlosen Mitnehmen, habe ich gehört? Ja, also ich habe so Kicker-Bibeln sehr, sehr gerne dabei, weil es für mich unglaublich wertvoll war. Da sind verschiedene Fußballer drin, ja, die erzählen ein bisschen aus ihrem Leben. Gio ist auch drin. Allein schon deshalb lohnt es sich, eine mitzunehmen. Ja, also ihr dürft sehr gerne nachher, hinten werden wir irgendwo stehen, vorbeikommen. Wer möchte, schreiben wir auch noch ein kurzes Autogramm oder signieren das als Andenken für diesen Tag. Und da aber das später dann. Ja, ja, später. Giovanna, wie war das bei dir so, dass du gesagt hast oder gemerkt hast, hey, es gibt einen Halt in meinem Leben, der mehr ist, als was ich leiste, mehr ist als der Fußball? Ja, ich kann mal so ein bisschen skizzieren, wie das hinging so zum Profileben. Es ging relativ früh schnell bergauf, dass man gesehen hat, okay, über die verschiedenen Auswahlen, wo man dann so spielt, immer höher, dann überregional und so weiter. Und dann bin ich ja schon mit 13 zu Werder Bremen gewechselt. Und da war schon relativ klar, okay, die ist irgendwie so das nächste Talent, die so in die erste Mannschaft kommen soll. Und ich erinnere mich dran, dass ich mit meinem Papa gesprochen habe auf einer Autofahrt, da sind wir nach Bremen gefahren, so eine Stunde Fahrtweg war das immer zum Training und wir haben uns so über Fußball unterhalten und irgendwann hat er gesagt, weißt du was, wenn du dein ganzes Leben nur dem Fußball hingibst, wenn das alles für dich ist, dann ist das so, als würde jemand dir einen Ball schenken und du würdest damit einfach weglaufen und sagen, cool, dieser Ball ist so toll und ist so großartig, dass ich einen Ball bekommen habe. Und der dir das geschenkt hat, der würde einfach daneben stehen und sagen, hey, ich habe dir den doch gegeben. Okay. Und ich habe dir den gegeben, damit wir zusammen spielen können. Und wenn du dein Leben nur dem Fußball hingibst, dann verschwendest du dein Leben. Krass. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, auch so, dass den Vers, den du gerade schon angesprochen hast, es nützt gar nichts, wenn ich die ganze Welt gewinne. Das, was für mich die ganze Welt war, früher Fußball oder Fußballprofi zu werden, aber deine Seele verlierst. Und mir ist dann so in meinem stillen Kämmerlein, in meinem Zimmer damals so klar geworden, krass, wenn ich jetzt sterbe, dann komme ich zu Gott und dann kann ich mit Fußball auch nichts anfangen. Ja, dann ist das gar nichts für mich. Und da habe ich gesagt, okay, Jesus, ich will für dich leben. Nimm du mein Leben, ich brauche dich, damit du all das, was ich vor dir an Schuld habe, damit das bereinigt ist. Und dann will ich nicht mehr für mich selbst leben. Und danach war das aber trotzdem noch so dieses Konkurrenzverhältnis. Ja, ich wusste, okay, Jesus hat mich gerettet und trotzdem war so dieses direkte Feedback jeden Tag, die Wertschätzung von den Menschen, die Anerkennung, das war mir wichtig. Und ich bin dann so mit Ende 15, Anfang 16 von zu Hause ausgezogen, hatte dann meine eigene Wohnung und so auch. Und das war so gerade der Übergang zum, dass ich das erste Mal quasi fest zum Profikader gehören sollte. Ich hatte vorher schon mein Debüt gemacht in der ersten Mannschaft, so in dieser Übergangszeit Jugend und Profi. Und in dem allerletzten Saisonspiel oder davor, in dem Training, habe ich mich dann verletzt. Und die Ärzte haben dann gesagt, boah, weiß nicht, ob das nochmal was wird, okay, mit Fußball spielen. Und dann stand ich da ja mit gerade 16 geworden, von zu Hause ausgezogen, auf mich alleine gestellt. Ich war so kurz davor, jetzt das Leben zu haben, was ich unbedingt wollte. Und dann in einer Sekunde war auf einmal alles weg. Mhm. Und dann stand ich da und da habe ich dann gemerkt, das hat mich so auf Gott geworfen. Das war so, okay, ich habe jetzt gar nichts mehr. Und Gott hat gesagt, aber ich bin da. Okay. Und das war so der Anfang von diesem Prozess, wo das wirklich mein Fundament auch geworden ist, wo ich dann jeden Tag mein Leben drauf gebaut habe. Wow, stark. Was ich auch einfach toll finde, dass ihr so ehrlich erzählt, ja, wir gucken ja manchmal Fußball, ich weiß nicht, wer Fußball guckt, und da guckt man gerade die deutsche Nationalmannschaft an, denkt sich, wie kicken die, was machen die, ja, man schimpft so über die Leute und so, kann man ja auch machen, aber es sind einfach Menschen, ne? Menschen so wie du und ich, die ihre Herausforderungen haben. Und die sich fragen, hey, was ist der Wert in meinem Leben eigentlich? Ja, was macht mich aus? Giovanna, du hast ja kurz erzählt, es lief nicht alles immer so easy. Bei Manuel auch nicht. Ihr habt dann angefangen Karriere, dann kam die erste Verletzung. Dann kam, glaube ich, auch während Corona noch eine sehr, sehr schwere Zeit. Und bei beiden war irgendwann mal die Frage da, ja, was ist, wenn es mit der Karriere nicht klappt? Was hat es in dir ausgelöst? Nochmal, du hast schon ein bisschen erzählt, so, wie bist du damit umgegangen dann?
Am Anfang war das schon, muss ich sagen, sehr, sehr schwer für mich. Ich war noch sehr, gerade am Anfang im Glauben, ja, wie gesagt, auch von zu Hause ausgezogen. Ich hatte nicht so das Umfeld, was mich dann aufgefangen hat. Klar, meine Familie war schon in der Nähe, aber auch nicht jeden Tag da. Und es war dann so ein bisschen nur Gott und ich. Und ich glaube, Gott hat manchmal so einen Weg mit uns, oder bei mir war das zumindest die ganzen Jahre, auch jetzt, wo ich dann im Profibereich war, so, dass er immer mal wieder diese Sachen einfach weggenommen hat, dass ich nur noch ihn hatte. Okay. Und ich habe dadurch einfach gelernt, dass ich gar nichts habe. Also so ein bisschen jeden Tag, den ich in diesem Geschäft leben darf, das ist einfach ein Geschenk Gottes. Und solange er mich da haben möchte, ja, wird er das Nötige dazu tun, dass ich gesund bleibe und so weiter. Aber das Wichtigste ist, dass ich auf ihn schaue. Und immer wieder, wo ich gemerkt habe, okay, es geht in eine schlechte Richtung und ja, mein Herz hängt daran, dann gab es wieder eine Zeit, wo ich aussetzen musste. Und auch dieses zu merken, dass man eigentlich nicht so stark ist, wie man immer dargestellt wird. Ja, die Fußballer werden immer so ein bisschen als die sind in so einer Blase und sind irgendwie besondere Menschen, und man vermittelt uns das auch oft, dass wir irgendwie einen anderen Stellenwert haben. Ja, das sind die Fußballer, die leben in einer anderen Welt. Ja. Und man kann sehr, sehr schnell dahin kommen, dass man das so verinnerlicht, und dann kommt man irgendwo hin und Leute kennen einen nicht und denken dann so, hä, warum klappt das jetzt nicht? Ja, das sind die von den banalsten Sachen wie, keine Ahnung, Arzttermin oder so. Wenn man da anruft und sagt, ich bin Fußballprofi, dann sagen die, ja, komm in 5 Minuten. Und wenn die das nicht wissen, dann ist so, okay, du kannst in 3 Monaten kommen. So Sachen zum Beispiel. Und dieses zu sehen, okay, ich bin schwach und ich habe gar nichts und Gott gibt mir alles. Und dass er in verschiedenen Bereichen auch einfach durch solche Zeiten dann das Herz verändert, das habe ich sehr stark erlebt. Okay. Danke für deine Offenheit. Also es ist gerade in schweren Zeiten, die wir wahrscheinlich auch alle durchmachen, die schwer einfach sind, trotzdem eine Chance ist, nochmal an seinem Herz arbeiten zu lassen und auch zu fragen, hey, was gibt mir Wert und wer ist Gott für mich? Ja, und eigentlich ist das Leben ja ein Geschenk. Ne? Wir haben es uns nicht selber gegeben. Ne? Manuel, du hast dann, warst Profi, hast angefangen, hattest dann irgendwann mal ein Testspiel mit den Profis, da ist auch ein bisschen was dumm gelaufen. Und dann hattest du auch noch ein paar Verletzungen. Und irgendwann war auch die Frage da, hey, wie geht's mit der Karriere weiter? Vielleicht kannst du das kurz erzählen, was da so passiert ist und wie bist du damit umgegangen mit dieser schweren Zeit? Ja, also ich habe mein erstes Testspiel dann gemacht, als ich bei den Profis dann war in Nürnberg, und da ist was richtig schief gegangen. Ich habe eigentlich 30 Minuten super gespielt, aber dann hatte ich halt einen richtigen Fehlpass drin, ja, der zum Tor geführt hat. Also ich habe praktisch dem gegnerischen Stürmer als Abwehrspieler in die Füße, in Lauf, den Ball gespielt, wollte eigentlich zum Torwart zurückspielen, Ball ist immer kürzer geworden. Und ich habe schon gemerkt, als der Ball meinen Fuß verlassen hat, es wird eine enge Kiste. Und das auf einmal, passiert auch Profis. Das passiert, ja, nur leider im falschen Moment halt, ne? Das passiert auch Profis, und das war so eine Situation, die war sehr, sehr schwierig für mich, weil das war jetzt die eine Chance, für die habe ich ja mein ganzes Leben hart gearbeitet, ein Pass, den spielst du 1000 Mal im Training, der funktioniert immer, und jetzt in dem Moment, wo er nicht schief gehen darf, geht er komplett schief. Ja, ja, und dann stehst du erstmal da, und ich weiß noch gut, wie ich dann das realisiert habe und erstmal mich so umgeschaut habe, gehofft habe, dass niemand gesehen hat, aber dummerweise, ja, ist es passiert. Und da würdest du am liebsten im Erdboden verschwinden in so einem Moment. Und es war tatsächlich so, das Profigeschäft, Gio hat es gerade schon gesagt, das kann schon auch sehr, sehr unbarmherzig sein. Gerade als junger Spieler, wenn du noch nicht den Ruf hast, so das Standing. Und die Trainer haben mich danach hergeholt, haben gesagt, ja, bei den Profis erstmal noch ein bisschen zu früh. Und das habe ich dann hintenrum erfahren, wieder zweite Mannschaft. Okay. Und am Ende von der Saison tatsächlich dann auch einen neuen Verein suchen, weil ich bei den Profis unter dem Trainerteam keine Perspektive mehr hatte. Krass. Und das war schon mal das erste Mal so ein ordentlicher Rückschlag, nachdem es eigentlich immer bergauf ging, ja, als junges Talent, dann schreiben die Leute die Zeitung über dich, dann reden die Leute über dich und so, und jetzt auf einmal kommt so ein ordentlicher Knick rein, und das war für mich eine Herausforderung, damit umzugehen, aber ich würde sagen, dann durch die ganze Verletzung, ich habe noch 5 Jahre danach Fußball gespielt, auch auf gutem Niveau, und war aber irgendwann nach einem Verletzungsprozess von 2,5 Jahren, wo ich mich immer wieder zurückgekämpft habe und kurz vorm Durchbruch stand, wieder Rückschlag, wieder zurück, war ich wirklich an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, auf dem Niveau wird es schwierig weiterzumachen. Mhm. Und beim ersten Mal war es ein Fehler, ja, da liefert man halt nicht mal so, wie man soll, und das ist blöd, dann gehen vielleicht mal Türen zu, aber du kannst irgendwie weitermachen. Aber jetzt war es so, dass irgendwo eine Tür zugegangen ist, die ich nicht direkt beeinflussen konnte. Ich war bei einem Arzt nach dem anderen, habe gehofft, dass mir einer helfen kann, aber keiner ist so auf die Wurzel des Problems gestoßen.
Und da habe ich irgendwann realisiert, dass es auf dem Niveau halt schwierig wird und mit Mitte 23 dann schweren Herzens die Karriere beendet. Und da ist so eine Welt für mich erstmal zusammengebrochen. Mitte 23, das ist ja jung, ne? Du wolltest gerade sagen, das war doch vor einem halben Jahr, ne? Das ist schon eine Weile her jetzt. Ja, da ist man noch jung. Also das ist schon so das beste Fußballeralter steht da eigentlich noch bevor. Und da war eben diese Frage bei mir so präsent, ja, wofür lohnt es sich eigentlich so zu leben? Ist das Fundament, für das ich lebe, ist es fest? Was passiert, wenn das plötzlich wegbricht? Ja? Deshalb auch diese Frage, die ich so einleitend gestellt habe, was gibt mir eigentlich Wert, worüber definiere ich mich und vor allem, was bleibt am Ende übrig? Und ich habe mich in dieser Zeit, natürlich war viel Frust und Enttäuschung da, aber ich habe mich an das erinnert, was Sir Roberto damals gesagt hat, dass die Dinge, die uns oft so wichtig sind, plötzlich wegbrechen können. Und dann ist eben wichtig, ist, dass unser Leben auf einem festen Fundament steht. Und das hat mir da auch Halt gegeben, dieses feste Fundament, ja, wo Jesus sagt, wer mich kennenlernt, wer meine Worte hört, wer sie tut, der ist wie ein Mensch, der auf festem Fundament baut. Wenn dann die Stürme des Lebens kommen, die kommen früher oder später, dann ist es auf Felsen gebaut und nicht auf Sand. Und ich durfte erleben, auch wenn das schwierig war, auch wenn die Stürme da waren, dass der Glaube wirklich durchträgt und auch in dem Wissen, dass es Gott wirklich gut mit mir meint und er vertrauenswürdig ist, ich irgendwie weitergehen konnte. Auch wenn ich nicht alles verstanden habe, was passiert, war das mir ein unglaublich wertvoller Halt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das schon ein paar Jahre vorher eben finden und lernen durfte, als dann wirklich auch dieses Vertrauen gefragt war. Wenn jetzt Leute hier sind, die auch sagen, ja, bei mir bricht gerade auch das eine oder andere weg. Oder ich frage mich manchmal, hey, was ist denn das Fundament in meinem Leben? Das sind ja Fragen, die bei jedem Menschen kommen. Und ihr erzählt jetzt über Gott, dass es ihn gibt, dass man echt da darauf vertrauen kann und es bleibt, auch wenn die Stürme kommen. Was würdet ihr sagen, wie kann ich denn damit anfangen? So, wenn ich jetzt mit Gott gar nichts zu tun habe, ist ja auch ein bisschen strange, ja, ich sehe den nicht, ich kenne den nicht, jetzt soll ich mit, oder was würdet ihr für Tipps geben, wie kann ich anfangen, mein Herz, in mein innerstes Vertrauen auf diesen Gott oder auf diesen Jesus zu setzen? Wie macht ihr das? Also ich würde sagen, in erster Linie, was mir klar geworden ist, ich habe ja auch immer viel über Gott gehört und ich konnte immer nicht verstehen, wie Leute da Freude dran haben und habe da irgendwie auch in meiner Jugend, habe ich so Veranstaltungen wie diese hier permanent gemieden. Ja. Schön, dass du heute da bist. Danke, ja. Das war für mich damals irgendwie nicht so greifbar und irgendwann ist mir dann klar geworden, ja, dass es um Beziehung geht. Okay. Und dass dieser Gott, wenn er wirklich existiert, dass er dann heute existiert. Und dass da eine Person dahinter steckt, die Interesse an mir hat, die nahbar ist, die sich mir mitteilen will. Und es gibt so ein wunderbares Wort in der Bibel, ja, wo Jesus mal sagt, wer mich von Herzen sucht, der wird mich auch finden. Ja. Wer anklopft, dem wird geöffnet. Und wer ja eben sich auf diese Reise macht, der darf irgendwann auch mir begegnen. Und ich habe mich da irgendwann aufgemacht, durch verschiedene Situationen, die mich dahin geführt haben, einfach zu suchen, zu fragen, mit Leuten, die sich auskannten, zu sprechen und auch einfach mal selber die Bibel zu lesen. Und da habe ich gemerkt, es geht nicht nur um irgendwie Wissen über eine Sache, ja, sondern es geht um Beziehung. Und wenn es diesen Jesus wirklich gibt, dann ist er heute lebendig, dann ist er heute da und dann kann ich ihn heute auch erleben und ist er heute zugänglich und hat Interesse an meinem Leben ganz persönlich. Und da die Schritte einfach zu gehen und ihn einfach mal zu fragen, wie ich das damals gemacht habe, zu beten, die Bibel aufzuschlagen, mal reinzuschauen. Das war, und die Gespräche auch mit gläubigen Leuten, die schon auf dem Weg waren, das hat mir damals sehr geholfen, so, ja, da eine Veränderung in meinem Leben auch wahrzunehmen und Zugang zu bekommen. Und jetzt im Alltag, so heißt Beziehung, Beziehung heißt auch, dass du einfach mit dem, was dich bewegt, so im Alltag zu ihm kommst, es ihm sagst, oder du, es geht also nicht nur sonntags, ich muss in die Kirche gehen, sondern du kannst einfach da, wo du bist, mit ihm reden, Zeit mit ihm haben, wenn es dir schlecht geht, dann sagst du es ihm auch oder einfach so im Alltag machst du das oder wie machst du das? Genau so, ja. Ah, okay. Tatsächlich. Sehr schön, cool. Und Giovanna, wie ist es, was würdest du für einen Rat geben, wenn ich jetzt mein Herzensvertrauen auf Gott setzen will? Wie kann ich das machen oder wie hast du das gemacht? Ja, wir haben ja viel jetzt auch über Leistungsdruck und sowas gesprochen und das wahrscheinlich viele, die hier sind, das auch erleben. Und Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch Ruhe geben. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben ganz oft einfach die ganze Zeit am Rennen sind. Wir sind die ganze Zeit am Bestätigung suchen, Dinge machen, mal hier, mal dort, aber so richtig zur Ruhe kommen wir nie. Und Manu hat schon gesagt, Gott ist nicht irgendwie mystisch oder so, sondern Gott ist real. Jesus ist wirklich eine lebendige Person, die gelebt hat auf dieser Erde und jetzt ist er im Himmel.
Und trotzdem ist er genauso erfahrbar, wie wir jetzt hier sitzen. Natürlich kann man ihn nicht sehen, aber mit dem Herzen kann man ihn sehen. Und Jesus sagt, kommt her zu mir. Und jeder, der ihn noch nicht kennt, mein Rat wäre einfach, ja, auch anzufangen. Ja, als ich damals dann verletzt war, habe ich auch nichts anderes gemacht, als die Bibel aufzuschlagen und gesagt, Gott, ich brauche dich jetzt. Okay. Und ich will wirklich mein ganzes Vertrauen auf dich setzen und dich erfahren. Und dann zeigt sich Gott auch. Ja, Gott möchte sich auch offenbaren und möchte Beziehungen mit uns Menschen haben. Und je mehr man sich damit beschäftigt, dann desto mehr sieht man dann auch, wie das funktioniert. Ja, was steht eigentlich, oder wie funktioniert eigentlich diese Beziehung Gott-Mensch? Was steht zwischen uns? Was ist überhaupt das Zentrum der Bibel? Diese Botschaft und wie, ja, wie kann ich diese Beziehung mit Jesus leben? Ist einfach zu ihm zu kommen. Mit dem, was an Sorgen da ist, Beladung auch da ist, kann ich zu ihm kommen und es ihm sagen. Ich glaube, das ist echt das Wunderbare und diese Riesenhoffnung einfach, ne? Er liebt uns, er hat alles für uns gegeben, er ist da mit uns. Und was vielleicht da noch eine Frage auch für euren Alltag, wo gibt Jesus euch Kraft oder eine Liebe oder weiß das ich, vielleicht auch was anderes, wo ihr sagt, hey, da füllt er mich mit etwas, was ich anderen weitergeben kann, was ich sonst nicht hätte oder was mir einfach fehlen würde. Boah, das sind viele Aspekte. Ich glaube, was mir sehr, sehr geholfen hat, gerade auch über die Dinge vielleicht, die anders gelaufen sind, als ich es mir erhofft habe, da kommt ja oft so diese Frage, ja, warum muss mir das jetzt passieren? Ja, man schaut nach links und rechts und beim Freund, bei der Freundin, da läuft irgendwie alles, bei einem selber ist ein Scherbenhaufen, da zerbrechen Beziehungen, da zerplatzen Träume, da ist man irgendwie mit Herausforderungen konfrontiert, so nimmt man es ja manchmal wahr. Und gerade in dieser Zeit, ja, diese Einladung zu haben, es gibt so einen Vers, der mich seitdem begleitet, aus Sprüche 3, da sagt Gott, vertraue mir von ganzem Herzen, und zwar mehr als auf deinen Verstand. Und dann heißt es, denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Und das war mir immer eine Lektion, gerade in den schwierigen Zeiten, ja, dass ich wissen darf, da ist jemand, dem kann ich vertrauen. Und zwar mehr als auf meinen Verstand. Warum ist das wichtig? Weil zum einen Gott größer ist als mein Verstand. Wenn er dadurch limitiert wäre, dann wäre er nicht Gott. Und zweitens, weil der Verstand eben oft sagt, ich will da schnell wieder raus aus den Situationen, wenn ich keine Antwort darauf habe. Und für mich war das dann einfach die Einladung, immer wieder auf Gott zu vertrauen und das Wissen, da ist einer, der meint es gut mit dir. Der hat einen Plan für dein Leben, auch wenn du es nicht verstehst. Und das hat mir geholfen, irgendwo weiterzugehen, auch wenn es anders lief, als ich es erwartet habe für mein Leben. Und dass es nicht einfach so Schicksalsschläge sind, die man halt da hinnehmen muss, sondern dass selbst Gott aus den Dingen, die ich nicht verstehe und die auch schmerzhaft sind, dass er da was Gutes draus machen kann. Am Ende des Tages und dass es mir ja über dieses Leben hinaus zum Besten dienen wird. Und so wurde das ganz für mich praktisch. Da war auch eine Ruhe drin. Wenn ich so das Gefühl hatte, mir fliegen die Dinge gerade um die Ohren, da ist jemand, der hat die Kontrolle. Mhm. Wenn ich sie nicht mehr habe und bei mir Chaos ist, da ist einer, bei dem ist Ordnung, der hat den Überblick, zu dem darf ich kommen. Und da geht Friede mit einher. Und das war für mich so, ja, ist so ein Aspekt, aber viele weitere, dass ich mit allem zu Gott kommen kann, was mich beschäftigt, dass er auch wie ein Freund ist, ja, der Leid und Freude mit mir teilt, dem ich mein Herz ausschütten kann. Viele Aspekte so. Ja. Friede, hey, wie sehr brauchen wir das, hey? Gerade in diesen Zeiten, hey, und ja, stark. Giovanna, was ist so, vielleicht gibt es auch vieles, aber so eine Sache oder zwei, wo du sagst, da füllt dich Gott immer wieder, da hilft er dir wirklich, so dass du es auch anderen weitergeben kannst. Ja, ich habe gerade während Manu gesprochen hat überlegt, was es zu sagen gibt und ich glaube, bei Gott ist einfach die Fülle und es gibt nichts, was man in ihm nicht hat. Ja, mein Herz ist voll von Dingen eigentlich, die so im Alltag ganz, ganz persönlich sind und ich glaube, was relevant ist, ist, dass mein größtes Problem, das ich mit Gott habe und mein größtes Problem, was ich hier auch auf der Erde habe, die Schuld, die ich hatte, die ist gelöst. Dadurch, dass Jesus für mich gestorben ist. Und alle anderen Probleme in meinem Leben, ja, das mögen kleine und große Sachen sein, die zerschellen irgendwie so daran. Das ist dann alles irgendwie nicht mehr so richtig relevant. Und eben wenn das aber dann doch kommt, zu wissen, okay, ich habe dieses Fundament und ich bin bei Gott sicher. Und dass es nichts gibt, nicht die kleinste Kleinigkeit, egal ob es jetzt körperliches Befinden ist, ja, als Sportler ist es extrem wichtig, krass, ja. Wenn man krank wird zum Beispiel, Beziehungsprobleme in der Familie, was es auch sei. Es gibt nichts, was nicht vorher an Gott vorbeigeht, okay. Bevor es mich trifft. Ja. Und es gibt mir so eine Ruhe und so einen Frieden, das ist größer als der Verstand, sagt die Bibel, weil
ja, wenn ich das auch selber erlebe manchmal, da weiß ich nicht mehr ein und aus und dann bete ich und dann habe ich einen Frieden darüber und da kann man wirklich sagen, ja, das kann man mit dem Verstand nicht greifen und ich glaube, das ist, was ich wirklich einfach jedem Menschen sagen will, wenn du dein Vertrauen auf Jesus setzt und wenn du Frieden mit Gott hast, dann hast du für alle Probleme in deinem Leben wirklich eine nachhaltige Lösung, weil Gott Antworten auf alles hat. Und dann gehst du deinen Weg, der mag manchmal auch steinig sein und es mag auch Hindernisse geben, aber grundsätzlich ist er geradlinig. Und das ist die beste Nachricht, irgendwie, die es überhaupt gibt. Okay, schön, hey. Hey, wow, vielen Dank für eure Offenheit. Jetzt engagiert ihr euch auch bei einem Verein Fußball mit Vision. Beide, ne? Manuel, du hast es auch gegründet. Ich habe Gio irgendwann verpflichtet, ja. Verpflichtet, hast ein bisschen mehr gezahlt an der SC. Und es ging beides, Gott sei Dank, sonst wäre es schwierig geworden. Also ich habe nach meiner Karriere nicht gewusst, wie es weitergeht. Und da war eben auch dieser Vers, den ich gerade schon zitiert habe, sehr, sehr präsent. Und ja, es war dann tatsächlich so, dass meine Schwester ja, mich eines Tages an ihre Schule eingeladen hat und ich wusste eigentlich nicht, was ich machen soll. Ich habe irgendwann mal dann ein Studium angefangen. Theologie hat mich immer schon interessiert, da gab es ein paar Dinge, die ich vertiefen wollte, aber in der Hoffnung, dass ich irgendwie dann Klarheit bekomme, weil ich war immer auf Fußball so fokussiert. Und sie ist Lehrerin und hat mich locker gelassen. Ich wollte eigentlich gar nicht an die Schule hin. Und irgendwann habe ich mich dann breitschlagen lassen, war da. Und es war dann auch eine gute Sache, weil daraus ein Schulprojekt entstanden ist, Fußball mit Vision. Ja, wir sind deutschlandweit an Schulen mittlerweile unterwegs, vor allem im Religionsunterricht, wo man uns einladen kann. Und da sprechen wir gerade über solche Themen. Ich fahre dahin, rede über so Sachen, was gibt mir Wert, wie gehe ich mit Leistungsdruck um, erzähle auch offen und ehrlich über Höhen und Tiefen im Sport. Und da sind auch einige Parallelen natürlich zu den Schülern dann. Und dann gibt es noch eine Live-Schalte mit dem Bundesligaspieler, wo sie einfach mal Fragen stellen können. Und wir sind da im Gespräch, noch ein paar spaßige Aktionen, Jonglierwettbewerbe oder Dosenschießen. So genau, und das machen wir regelmäßig, dass wir da wirklich an Schulen fahren. Und Gio ist Gott sei Dank auch mit dabei. Cool. Ja, als diejenige, die im Frauensport, der uns sehr am Herzen liegt, auch aktiv ist auf Profiniveau beim SC Freiburg und die unterstützt das natürlich auch sehr, sehr gerne, oder? Stimmt? Die meiste Zeit. Sehr gut. Sagt nichts Falsches jetzt, ja. Das heißt, man kann euch buchen und das ist spannend, ja. Das kommt sehr gut an einfach, weil Leute aus ihrem Leben erzählen. Du hast erzählt, du bist manchmal selber überrascht, wie offen die sind und Lehrer kommen dazu und es ist mal was ganz anderes. Und man kann euch da einfach anfragen und echt mal Lebensthemen besprechen und einfach von Profifußballern auch hören. Genau. Also das läuft unter diesem Dach Fußball mit Vision. Das hat drei Bausteine, Schulprojekt, Fußball mit Vision at School und dann gibt es noch Profifußball. Da sind wir einfach viel mit Profifußballern unterwegs, ja, unterstützen Sportler mit den Anforderungen, die im Profisport so da sind, begleiten die mit unseren Erfahrungen, viel auch Nachwuchsspieler, die irgendwo auf dem Weg sind. Und ein dritter Baustein sind internationale Projekte, die uns auch sehr am Herzen liegen, wo wir einfach auch junge Menschen unterstützen wollen, ja, durch den Fußball, durch die Möglichkeiten, die wir auch in Deutschland haben, damit sie eine Perspektive im Leben auch irgendwo bekommen können. So, das cool. läuft alles unter dem Dach und da sind wir zusammen in einem Team mit und vielen anderen unterwegs, ja. Ihr habt eine Website, ihr habt auch Instagram und so, da kann man euch gucken, was ihr macht oder Anfragen buchen und so, wenn ihr mal Zeit habt, natürlich, klar. Ihr seid echt busy. Hey, zum Abschluss jetzt nochmal, wenn ihr heute, die wir hier sind, ich habe jetzt schon so viel Tolles gesagt, aber wenn es mal was gibt, was würdet ihr gerne uns nochmal mitgeben? In diesem komplexen Leben, wo es so viel Druck gibt, wo es Höhen und Tiefen gibt, wo wir manchmal nicht wissen, wie es weitergeht. So, was würdet ihr einfach nochmal so mitgeben als Ermutigung und als Stärkung? Ja, dass Gott aus den Schwierigkeiten im Leben, dass er daraus gute Dinge machen kann und auch Segen für einen selber, aber auch für andere entstehen kann, wenn man ihm vertraut. Das war ein Punkt, der mich bis heute irgendwie prägt und immer wieder fasziniert. Die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Und oftmals waren die lehrreichsten eigentlich die schwierigen Phasen, ja, die man eigentlich so im Leben nicht haben möchte, aber die heute irgendwo, wo ich sehr, sehr dankbar bin im Nachhinein. Der zweite Aspekt, dass ich merke, der Mensch ist auf der Suche. Das merke ich immer wieder. Und ich habe viel mit Leuten zu tun, die von außen viel haben, wo man vielleicht denkt, okay, dafür lohnt es sich zu leben. Ja, ein schönes Leben, materielle Dinge, Geld, Anerkennung, berühmt sein, all diese Dinge. Aber ich merke immer wieder, dass es eben einen, wie wir es am Anfang schon hatten, final nicht füllt. Ja. Und in der Bibel gibt es mal einen Vers, der für mich da so der Schlüssel ist, wo es heißt, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Ja. So, das bedeutet, wir sind für die Ewigkeit geschaffen.
Und das Ewige in uns, das kann nicht durch vergängliche Dinge gestillt werden. Nicht final, auch wenn es vielleicht kurzfristige Freuden gibt. Und deshalb ist die Frage nach dem, was füllt wirklich, was bleibt, eigentlich nur durch den zu beantworten, das ist meine Erfahrung, der selber ewig ist und der dir was anbieten kann über dieses Leben hinaus. Ja. Und da zu suchen, wir sind nämlich oft auf der Suche, aber bei falschen Dingen und kommen immer wieder zur Erkenntnis, okay, jetzt habe ich das und was ist das jetzt alles? Es braucht irgendwie doch mehr. Und bei Gott ist wirklich Ruhe, da ist Frieden, da ist eine ewige Perspektive, wo wirklich auch die Sehnsucht im Herzen gestillt werden kann. Und sich darauf einzulassen und es selber rauszufinden, das lohnt sich ziemlich. Cool. Danke dir. Johanna. Ja, das war schon, muss ich mal überlegen, was ich da überhaupt noch hinzuzufügen habe. Ich glaube, das, was auch so ein bisschen durch unsere Geschichte hoffentlich deutlich geworden ist und auch aus der Perspektive von Leuten, die Dinge erleben, die sich viele andere wünschen, ja, Fußballprofi zu sein, vieles zu haben. Es gibt jede Woche ein Publikum, das einem zujubelt. Aber ich habe letztens mit einer Mitspielerin von mir gesprochen. Wir hatten Ende letzter Saison das erste Mal ein Spiel vor ausverkauftem Stadion. Wow. Und wir haben aber leider verloren. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich glaube, wenn wir gewonnen hätten, wäre mein Herz jetzt immer noch genauso leer wie vorher. Und das ist was, was mir auch so extrem am Herzen liegt, egal ob mit anderen Sportlern, die wir auch so ein bisschen mitbetreuen oder auch egal wem zu sagen, jetzt auch die nicht im Sport unterwegs sind, es nützt nichts, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele daran Schaden nimmt. Und deswegen, egal wo du bist, ob du schon von Jesus gehört hast oder nicht, ihn zu suchen und dann wird er sich auch finden lassen, dass es, wofür es sich wirklich zu leben lohnt und dann sein Leben auch für ihn hinzugeben. Mhm. Das ist es, was wirklich echte Freude ist und echte Erfüllung bringt. Und für die hier sind und schon mit Jesus gehen und vielleicht schwierige Zeiten haben, wir haben es beide erlebt und ich kann das wirklich von ganzem Herzen sagen. Zu der Zeit habe ich das nicht so gesehen, aber jetzt rückblickend kann ich wirklich sagen, dass die schwierigen Zeiten die sind, wo Gott mein Leben am meisten verändert hat und wovon ich am meisten zehre. Ja, okay. Wo mein Glauben am meisten gestärkt wurde und die ich rückblickend für kein Spiel dieser Welt, für nichts würde ich das gerne eintauschen, weil das einfach mir der größte Schatz geworden ist. Und Gott kann in dieser Welt, die kaputt ist, wo wir Leid haben, wo wir echt manchmal auch schwierige Dinge erleben, wo man als Mensch sagt, boah, das ist kaum zu ertragen, davon wurden wir bisher verschont, Gott sei Dank, aber es gibt wirklich Geschichten, wo man sich fragt, wow, das ist echt hart. Mhm. Und sogar daraus kann Gott was Gutes machen. Und das können wir aus Erfahrung so sagen, dass es nichts gibt, was für Gott zu schwer ist und wo er nicht einen trotzdem einlädt, dass er das für uns trägt. Okay. Amen. Vielen, vielen, vielen Dank euch für die Offenheit, für auch das Erzählen, wie Glaube bei euch funktioniert und wie ihr das, ich glaube, da können wir ganz viel mitnehmen. Und ihr seid noch da nachher für Gespräche. Ihr habt Kickerbibeln dabei oder auch so, ne, dort hinten kann einfach Leute noch mit euch reden. Ja, vielleicht können wir den beiden einfach mal einen kräftigen Applaus geben für ihre Offenheit. Danke dir. Danke, danke, danke. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr ein bisschen von euch erzählt habt. Und wir freuen uns nachher noch auf die Gespräche. Hammer. Vielen Dank, ja.